Dann herzlich willkommen zu unserem Workout gegen Lagerkoller. Ihr dürft gerne euch schon mal eure Wasserflasche nehmen. Wir fangen im Stehen an. Das Lager hinstellen und dann mit beiden Armen vorwärts kreisen, ganz locker. Schöne große Kreise machen. Arme schön lang. Schön vorwärts. Und dann das Ganze einmal rückwärts. Wir wollen erstmal so ein paar Übungen machen, zu mobilisieren, dass der Körper, die Gelenke, die Muskeln einfach mal so ein bisschen aufgewärmt werden, ein bisschen in Schwung kommen. Und dann das Ganze einmal gegengleich. Das heißt, ein Arm vorwärts, ein Arm rückwärts. Also auch ein bisschen Koordination. Wer das nicht so gut hinbekommt, einfach bei der Wasserflasche nach oben nehmen und einen nach vorne, einen Arm nach hinten fallen lassen. Ein nach vorne, ein nach hinten fallen lassen. Genau, sehr gut. Also nicht nur was für den Körper, sondern auch ein bisschen was fürs Köpfchen. Das Ganze in die andere Richtung gehen gleich. Sehr gut. Drei, zwei, oh mein Gott. Die Wasserflaschen einmal kurz abstellen. Die Hände einmal oben auf die Schultern drauflegen. Und dann mit beiden Ellenbogen so einen leichten Vorwärtskreis machen. Immer schön im Wechsel, dabei auch gerne den Oberkörper so ein bisschen mitbewegen. Rechts, links im Wechsel. Sehr gut. Das Ganze rückwärts. Wir machen heute übrigens im Hauptteil eine Art Zirkeltraining. Bedeutet, die Übungen, die wir machen, machen wir immer direkt hintereinander weg. Zwei Durchgänge und auch hier einmal gegengleiches Kreisen. Moment, ich muss selber kurz überlegen. So. Und vor allem die letzte Übung aus dem Zirkel hat es nachher in sich. Andersrum gegengleich. Aber wie gesagt, für jeden sollte was dabei sein. Wenn ihr bei irgendeiner Übung sagt, boah, die ist so anstrengend oder geht gar nicht mehr, macht ihr halt ein bisschen länger Pause oder macht einfach das Ganze ein bisschen langsamer. Und Gott, einmal ausschütteln. Das ist alles gar kein Problem. Das soll euch ja gut tun und hinterher besser gehen und nicht schlechter. So, dann brauchen wir nochmal die Wasserflasche. Ich stelle mich nochmal seitlich hin, damit ihr es besser seht. Und zwar gehen wir erstmal ganz locker mit den Armen vor und zurück, so ein bisschen schwingen, ganz locker. Immer wenn die Wasserflaschen neben den Oberschenkeln sind, so ein bisschen in die Knie gehen. Ganz locker, flockig. Und dann den Oberkörper immer mehr mitdrehen, dass wir auch so ein bisschen Rotation in der Wirbelsäule haben. Rechts, links im Wechsel. Und dann immer mehr mit in die Knie gehen. Immer schön tief runter. Tief runter. Genau. Immer schön tief das Ganze. Rechts, links im Wechsel. Wieder so tief wie ihr kommt. Noch drei. Zwei. Eins. Und Gott. Sehr schön. Erstmal ein bisschen locker machen. Dann nehmen wir die Arme einmal ein bisschen zur Seite. Muss nicht ganz hoch sein, einfach nur so ein bisschen als Gegengewicht. Denn wir stellen uns jetzt alle auf unser linkes Bein. Nehmen das rechte Bein hoch und kreisen. Von vorne nach hinten. Ganz locker. Schöne große Kreise. Wenn das nicht in einem Durchgang, gar kein Problem. Könnt ihr natürlich auch zwischendurch abstellen den Fuß. Wenn das zu schwer ist mit den Wasserflaschen, der kann natürlich auch die Arme runternehmen. Und in die andere Richtung kreisen. Jetzt von innen nach außen. Lächeln nicht vergessen. Wie auch einige sind draußen zum Sport machen, das ist eine super Idee. Noch drei, zwei, eins. Das Ganze einmal auf der anderen Seite. Das heißt, wir stellen uns aufs rechte Bein,
Arme, wer möchte gerne wieder zur Seite. Und dann von außen nach innen ist nicht nur Mobilisation des Hüftgelenks, sondern auch ein bisschen Gleichgewicht. Und wie gesagt, wer mit Abstellen machen will zwischendurch oder die Arme runternehmen, kein Thema. 3, 2, 1. In die andere Richtung kreisen. Von innen nach außen. Super. Gleichgewicht halten, nicht so wie bei mir. 3, 2, 1. Schulter noch ein bisschen locker machen. Arme einmal ausschütteln. Okay, dann stellen wir uns auf das linke Bein. Die Flaschen können ruhig locker in der Hand halten. Und dann schwingen wir mal ganz locker das Bein vorne zurück. Die Arme gehen gleich mit, wie beim Laufen. Und dann ziehen wir vorne das Knie so ein bisschen hoch, als würden wir wirklich laufen. Hinten das Bein ein bisschen strecken. Auch hier wieder schöne Gleichgewichtsübung. Noch 3, 2, 1. Und das Ganze einmal auf der anderen Seite. Auch wieder ganz locker vor- und zurückschwingen. Drei, zwei, ein. Und gut, sehr schön. Dann dürft ihr die nochmal an Seite stellen. Jetzt braucht ihr eure Matte. Wir gehen ans Ende unserer Matte. Und zwar machen wir den sogenannten End Walk. Also den Ameisengang quasi. Dafür stellt ihr euch ans Ende eurer Matte. Wer kann, lässt die Beine durchgedrückt. Geht mit den Händen zur Matte und wandert dann mit den Händen so weit wie es geht nach vorne. Wenn ihr in der Liegestützposition seid, zieht ihr die Füße nach, die Beine bleiben möglichst durchgedrückt, bis ihr mit den Füßen zwischen den Händen seid, einmal umdrehen und das Ganze wieder in die andere Richtung. Wer nicht ganz so gelenkig ist, kein Problem, der kann natürlich auch die Beine ein bisschen beugen, um dann besser durchzukommen und am Ende der Matte wieder umdrehen und in die andere Richtung. Wichtig ist, dass ihr eure Mitte schön festmacht, dass ihr locker weiter atmet, den Popo nicht nach unten durchhängen lassen, sondern schön oben lassen und dann wieder durchlaufen. Einmal noch in die andere Richtung. Mit den Händen nach vorne wandern. In die Liegestützposition und dann mit den Füßen wieder durch bis zu den Händen. Dann geht ihr am besten direkt aus dieser Position in den Vierfüßlerstand. Hier an der Seite. In den Vierfüßlerstand, das bedeutet, die Handgelenke unter den Schultergelenken positionieren, die Hände sind breit aufgefächert, Rücken satt in den Boden, die Knie sind unterm Hüftgelenk und die Füße hinten locker aufgestellt. Wer was für die Knie braucht, jetzt wäre der Zeitpunkt für eine Decke oder ein Kissen. Oder ihr schlagt einfach eure Matte noch 2-3 Mal umhinten und kniet euch da drauf. Dann gehen wir einmal in den Rundrücken, Bauchnabel einziehen und ganz rund machen. In Richtung Brustbein ziehen und dann einmal hängen lassen, Kopf leicht in den Nacken nehmen, Bauch hängen lassen, Po nach hinten rausschieben. Und nochmal wechseln. Ganz rund machen, Bauchnabel auch Richtung Wirbelsäule einziehen, ganz fest. Und mit der nächsten Einatmung ganz locker wieder ins Hohlkreuz gehen, die Schultern ziehen weg von den Ohren. Noch einmal rund machen, auf den Beckenboden schön mit einziehen, schön fest machen. Und nochmal einatmen ins Hohlkreuz. Dann einmal langsam lösen in die neutrale Stellung. Gerne einmal kurz die Handgelenke lockern. So, meine Lieben, wer möchte, nimmt jetzt nochmal schnell einen Schluck aus seiner Wasserflasche. Am besten nicht die, die ihr zum Workout braucht.
Ich habe mir nämlich auch noch einen parat gestellt. So, jetzt geht es nämlich an unseren Zirkel. Und zwar werden wir gleich, ich mache euch immer die Übung vor, erkläre ich kurz was dazu und dann starten wir dann gemeinsam die Übung. Ja, wir fangen an mit dem Vierfüßlerstand. Bedeutet, also in die gleiche Ausgangsposition, Hände unter den Schultergelenken, Knie ungefähr unter dem Hüftgelenk. Rücken ist jetzt gerade, Kopfwinkelverlängerung der Wirbelsäule. Und dann gehen wir mit dem rechten Arm nach vorne, dem linken Bein gestreckt nach hinten und ziehen. Knie und Ellbogen unter dem Körper zusammen in die Streckung. Zusammen in die Streckung. Wer das mit den Handgelenken nicht so gut kann, kann das Ganze auch auf dem Unterarm machen. Und wer Probleme hat mit den Knien, wie gesagt, am besten eine Decke drunter. Und ja, dann müsste es eigentlich passen. Okay, wenn ihr soweit seid, einmal in die Position. Wir starten in 3, 2, 1. Rechten Arm strecken, linkes Bein strecken und Ellbogen und Knie unterm Körper zusammenziehen und wieder in die Streckung. Lang machen, beugen. Lang machen und klein machen. Wenn ihr in die Streckung geht, über die Rückmuskulatur arbeiten, in der Beugung, über die Bauchmuskeln arbeiten und immer schön im Wechsel. Jeder in seinem eigenen Tempo. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und Gott. Einmal kurz lockern. Wer möchte gerne auch mal die Schultern schön aufkreisen lassen. Einmal durchatmen. Und dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Bedeutet wieder gleiche Ausgangsposition. Und jetzt linker Arm und rechtes Bein. Starten in 3, 2, 1 und go. Strecken und beugen im Wechsel. Wenn ihr das Bein nach hinten rausstreckt, immer schön den Fuß flexen. Das heißt, die Zehenspitzen gehen eher Richtung Nasenspitze. Und schön rund machen, wenn Ellbogen und Knie sich treffen. Jawohl. Jeder so, wie er kann. Noch 3, 2, 1. Und Gott. Einmal wieder lockern. Sehr schön. Das sind schon mal die ersten beiden Übungen. Die nächste bleiben wir in der gleichen Position, auch im Vierfüßlerstand. Jetzt geht es aber ein bisschen mehr an eine andere Partie. Und zwar, ich mache es euch wieder einmal vor, nehme die Füße hinten wieder umgestülpt, Hände wieder breit auffächern und dann heben wir gleich nur die Knie ganz leicht von der Matte ab. Bauch und Po sind schön fest, Beckenboden anspannen und dann nur halten. Mehr ist nicht. Alles klar. Wir gehen in die Position und starten in 3, 2, 1 und anheben. Bauch schön festmachen. Schultern tendenziell eher weg von den Ohren. Lächeln nicht vergessen. Und halten. Genießt die Spannung. Und vielleicht auch das Zittern, je nachdem. Rücken schön gerade lassen. Bauch ist fest. Bisschen noch beißen. Wir sind fertig. In 3. In 2, 1 und absetzen. Sehr gut. Nochmal die Handgelenke ein bisschen lockern. Wer möchte, kann auch gerne mal kurz die Oberschenkel ein bisschen auslockern. Einmal locker machen, baden und die Oberschenkel. Super. Für die nächste Übung braucht ihr wieder eure Wasserflasche. Dafür legen wir uns auf den Bauch. Auch die mache ich euch natürlich gerne wieder vor. Und zwar legt ihr euch hin, Arme lang nach vorne und dann ziehen wir, wie so eine Ruderbewegung,
die Arme nach hinten und dann den Oberkörper leicht nach vorne. Ja? Dafür sind die Füße hinten aufgestellt, die Knie lösen sich vom Boden. Okay? Po ist angespannt. Alle in Position. 3, 2, 1 und go. Nach vorne strecken. Nach hinten anheben. Und los geht's. Schön weitermachen. Nicht nachlassen. Schön dranbleiben. So, ich mache euch nochmal die Musik an. So, wie weit sind wir? Ah, gut, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Sehr schön. Wer möchte gerne mal in der Pause einmal kurz rund machen, den unteren Rücken ein bisschen entspannen. Die Hände sind unter dem Kopf, unter der Stirn zum Ablegen. Einmal kurz den Rücken rund machen, ein bisschen lockern. Sehr gut. Für die nächste Übung braucht ihr nur eine Wasserflasche. Und zwar gehen wir dafür in den Beistütz. Ihr nehmt euch die Wasserflasche in die Hand, die nicht am Boden liegt. Der Ellenbogen ist wieder unter dem Schultergelenk. Entweder beide Beine lang nach unten oder das untere Bein angewinkelt, ja, sodass der Hebel hier nicht so groß ist. Und dann gibt es gleich in der Bewegung selber noch eine Variante. Ja? Also wer möchte, lang ist auf jeden Fall beide Beine lang, ist anstrengender. Und ich mache es wieder erst vor, Arm nach oben strecken und runter durch. Nach oben strecken und runter durch. Wenn das zu anstrengend ist, der kann es natürlich entweder auch ohne Wasserflasche machen, oder nur in der Position bleiben und halten. Alles klar? Gut, wir machen uns bereit. Alle fertig? 3, 2, 1 und anheben. Nach oben strecken und drunter durch. Nach oben strecken und drunter durch. Jawohl. Also mir wird auch so langsam warm. Und zwar ganz schön, muss ich sagen. Hoffe, euch ist auch nicht kalt. Noch 5, 4, 3, 2 und der letzte. Und Gott. Einmal lockern. Und dann schon mal in die Position auf der anderen Seite bringen. Ellenbogen unterm Schultergelenk, Beine entweder beide lang gestreckt oder das untere angewinkelt, Wasserflasche in der oberen Hand. Durchatmen. 3, 2, 1 und anheben. Nach oben strecken, unten drunter durch. Immer schön im Wechsel, am besten auch mit dem Blick der Wasserflasche folgen. Ganz locker. Jawohl. Immer schön im Wechsel. Denkt dran, jeder hat auch eine Schokoladenseite. Eine geht manchmal ein bisschen schlechter als die andere. Da muss man dann auch mal ein bisschen mehr die Zähne zusammenbeißen. 3, 2 und der letzte. 1. Oh Gott. Sehr schön. Die nächste Übung ist was für unsere strengen Bauchmuskeln. Da braucht ihr jetzt am besten wieder beide Wasserflaschen. Habe ich sie. So. Variante 1 ist ein bisschen einfacher. Ihr lasst eure Füße einfach auf dem Boden stehen. Nehmt beide Wasserflaschen in die Hände. Und dreht euch immer von rechts nach links. Und dann die Wasserflasche immer so kurz am Boden antippen.
und andere Seite. Wichtig ist, dass ihr den Rücken lang lasst. Die schwierigere Variante, Füße hoch. Ihr müsst sie nicht überkreuzen, könnt ihr auch so lassen. Ich finde es angenehmer und dann auch wieder rechts, links wechseln. Und es gilt immer bei dieser Übung, je tiefer der Oberkörper, desto mehr müssen die Bauchmuskeln arbeiten. Falls wer ein bisschen mehr will, geht ein bisschen tiefer. Wer ein bisschen weniger möchte, bleibt ein bisschen aufrechter. Alles klar, dann macht euch bereit. Ich drehe mich einmal zu euch, dass ihr es auch gut sehen könnt. Und 3, 2, 1 und go. Immer schön im Wechsel. Rechts, links. Oberkörper lang lassen. Atmung locker und regelmäßig. Lächeln nicht vergessen. Und ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß dabei. Ich finde es auf jeden Fall super cool, dass so viele mitmachen. So. Und noch ein bisschen durchhalten. Der kann geht noch ein Stückchen tiefer im Oberkörper. Noch 5. 4. 3. 2. 1. Und Gott. Super. Ihr macht das richtig, richtig gut. Sehr schön. Okay. Wir stehen auf. Natürlich rückengerecht. Die aus meinen Kursen kennen das schon. Als erst in den Vierfüßlerstand. Einmal vorne aufstützen und dann aufstehen. Wasserflasche nehmt ihr am besten direkt mit. So, wir stellen uns an das Ende unserer Matte. Oder den Anfang, je nachdem, wie ihr es nehmen wollt. Wir gehen nämlich gleich mit dem rechten Bein nach hinten in den Ausfallschritt und dann vorne das Knie wieder hoch. Also wir bleiben jetzt die ganze Zeit beim rechten Bein. Rechtes Bein tief, rechtes Bein hoch. Rechtes Bein tief, rechtes Bein hoch. Wichtig dabei, Bauch schön festlassen, sodass die Hüfte sich nicht nach außen dreht oder ihr nach hinten ins Hohlkreuz fallt. Das gibt nämlich dann immer böse Rückenschmerzen. Also immer schön festbleiben, sodass das alles auf einer Höhe bleibt, ihr schön gerade bleibt und dann kann nichts passieren. Wer Probleme mit den Knien hat, geht nicht so tief, sondern bleibt lieber hoch. Der macht das Ganze dann in der Bewegung, dass er ein bisschen schneller Gas gibt, ne? Mehr Gas gibt. Gut, seid ihr bereit? 3, 2, 1 und tief und hoch und tief und hoch. Im Wechsel die Arme mitnehmen. Jawohl. Bauch und Po bleiben schön fest. Sehr gut macht ihr das. Noch 5, 4, 3, 2 und der letzte. Jawohl. Sehr gut. Ich hoffe, die Beine brennen schon ein bisschen. Sollte auf jeden Fall so sein. Einmal ausschütteln. Durchatmen. Und dann das Ganze auf der anderen Seite. Los geht's. Links, hoch und tief im Wechsel. Jawohl. Sehr gut macht ihr das. Jeder so wie er kann. Wenn ihr auch nur auf einer Seite Probleme habt, macht ihr halt nur auf einer Seite nicht so tief. Vollkommen in Ordnung. Soll euch ja weiterbringen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Beine lockern. Ausschütteln, Flaschen an Seite. Jetzt kommt die etwas anstrengende Übung, weil jetzt wichtig ist, dass ihr einen festen Untergrund habt. Also nicht wegrutscht, wir machen nämlich Burpees. Ja, ich zeige es euch einmal. Ich persönlich mache es am liebsten so, auf die Knie, auf die Hände, Liegestütz, einmal kurz ablegen, hochdrücken und springen. Dann wieder tief. Runter, hoch, springen.
Ihr müsst es nicht mit Springen machen, ihr könnt es einfach aufstehen, hinlegen, aufstehen machen. Und für die Pros, die können sich natürlich direkt in den Liegestütz fallen lassen, tief gehen und wieder hochdrücken. Ja, die müssen sich nicht ablegen. Jeder seine eigene Variante. Und wer gar nicht erst tief runterkommt, der bleibt natürlich auch gerne oben und geht immer nur runter, hoch im Wechsel. Das ist auch eine Variante. Gut, ich freue mich. Einmal brennen, wir machen dann jetzt das Ganze nochmal, eine zweite Runde. Aber letzte Übung, erste Runde. 3, 2, 1 und go! Los geht's! Tief und hoch. Tief und hoch. Jeder sein eigenes Tempo, seinen eigenen Rhythmus. Da wackelt unsere Vitrine. So, noch 3, 2, 1 und Gott. Sehr schön. Gerne kurz einen Schluck trinken. Durchatmen. Dann 60 Sekunden Pause. Und dann geht es in die zweite Runde. Richtig gut. Richtig gut. Ich freue mich. So, gerne nochmal die Schulter ein bisschen lockern. Einmal rückwärts, einmal vorwärts. Durchatmen. Beine noch ein bisschen locker machen. Sehr schön. Wir gehen schon mal wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Gerne auch wieder rückengerecht. Bedeutet vorne abstützen, tief gehen. Im Vierfüßlerstand. Wer für die Knie was braucht, holt sich wieder sein Kissen oder seine Decke. Wir brauchen wieder eine Wasserflasche. Noch 10 Sekunden. Dann gehen wir in die zweite Runde. 5, 4, 3, 2, 1. Zusammenknie und Ellenbogen und wieder strecken. Rechter Arm, linkes Bein, beugen und strecken im Wechsel. Denkt dran, letztes Mal für jede Übung, das heißt, hier kann man nochmal ordentlich Gas geben. Strecken aus den Rückenmuskeln, beugen aus dem Bauch. Stellt euch vor, ihr habt zwischen Knie und Ellbogen Widerstand. Schön anspannen. 3, 2, 1 und Gott. Handgelenke einmal lockern. Ihr denkt dran, ihr könnt es auch auf dem Unterarm machen. Gar keine Frage. Und dann wechseln wir auf die andere Seite. Ausgangsposition bleibt die gleiche. Linker Arm jetzt. Rechtes Bein. 3, 2, 1. Strecken, beugen. Strecken, beugen. Im Wechsel. Den Fuß hinten flexen. Rund machen unterm Körper. Und immer schön. Zusammen, auseinander. Zusammen, auseinander. Auf der Kopf, macht die Bewegung mit. 3, 2, 1 und Gott. Sehr schön. Nochmal lockern, Wasserflasche an Seite stellen. Durchatmen, einmal aufrichten. Bestimmt schon knatschrot im Gesicht. Okay, wir gehen wieder in den Vierfüßlerstand. Ihr denkt dran, nächste Übung, Füße hinten umstülpen, Knie anheben und nur halten. Bauch ist fest angespannt. Und das Lächeln ist ins Gesicht geschraubt. Alles klar. Und wir legen los. Alle einmal anheben. Rücken möglichst lang lassen. Blick geht zur Matte. Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Schultern tendenziell weg von den Ohren.
Atmung langsam und regelmäßig. Genieß die Spannungen in den Oberschenkeln. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Und absetzen. Sehr gut. Handgelenke nochmal lockern. Und dann brauchen wir beide Wasserflaschen. Wir gehen zu unserer Ruderübung. Wieder in Bauchlage. Füße sind hinten aufgestellt. Knie hoch, Po angespannt. Arme lang nach vorne und dann hinten Oberkörper anziehen, Schulterblätter ziehen Richtung Wirbelsäule. Und das Ganze in 3, 2, 1. Go! Ihr könnt natürlich auch ohne Wasserflaschen das Ganze machen, wenn es irgendwann zu anstrengend wird für den Schulternackenbereich. Blick geht zur Matte. Augen können auch geschlossen sein. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und der letzte. Gut. Super. Alles klar. Dann gehen wir in den Seitschnitt. Ihr braucht wieder nur eine Wasserflasche. Ich fange wieder mit links unten an. Entweder beide Beine strecken oder das untere Bein angewinkelt. Ich mache jetzt die zweite Runde mit dem unteren Bein angewinkelt. Obere bleibt gestreckt. Und lock it. Immer schön den Arm strecken, unterm Körper einrollen, nach oben strecken. Po bleibt schön auf der gleichen Position. Das Becken bewegt sich nicht mit, bleibt da, wo es ist. Schön für eine starke Mitte diese Übung. Für starke Schultern. Noch 3, 2. Einer noch. Ah, einer geht noch. Und gut. Sehr schön. Wir wechseln einmal auf die andere Seite. Auch hier das gleiche in grün. Wasserflasche einmal in die andere Hand. 3, 2, 1, anheben. Nach oben strecken, nach unten durchziehen. Jawohl. Das macht ihr sehr gut. Immer schön dranbleiben. Der Kiefer bleibt locker bei allen Übungen. Und der Bauch fest. Jawohl. Sehr gut macht ihr das. 3, 2 und ein letztes Mal für diese Übung. Super. Sehr schön. Die nächste Übung für die schrägen Bauchmuskeln. Braucht ihr oder nehmt ihr am besten wieder beide Wasserflaschen. Das geht natürlich auch mit einer. Variante 1, Füße aufgestellt. Variante 2, Füße hoch. Wichtig ist ein gerader Rücken. Ja. 3, 2, 1. Und los geht's. Immer schön rechts, links im Wechsel. Je tiefer der Oberkörper, desto mehr müssen die Bauchmuskeln arbeiten. Aber wichtig ist dabei, nicht ins Hohlkreuz zu fallen. Dann lieber weiter oben bleiben. Rechts, links, immer schön. Im Wechsel. Bisschen noch. 5, 4, 3, 2, 1. Und Gott. Sehr schön. Einmal durchatmen. Wir stehen auf. Wieder rückengerecht.
nehmen die Wasserflasche am besten schon mal direkt mit nach oben. Denn wir sind ja dran mit den Ausfallschritten. Einmal lockern, alles ausschütteln. Ich starte wieder mit dem rechten Bein in Bewegung. Los geht's. 3, 2, 1. Hinten tief, vorne hoch. Hinten tief, vorne hoch. Jeder so wie er kann. Je tiefer, desto anstrengender natürlich. Gibt übrigens auch eine schöne Poli-Übung. Vier, drei, Arm mitnehmen, 2, 1, und Gott, sehr schön, Beine einmal lockern, ausschütteln, nur noch 2 Übungen, Leute, 2 anstrengende, dann machen wir noch ein kurzes Cooldown, ein kleines Dehnprogramm, und dann hat es auch schon bald geschafft für heute. So, nächste Seite. In 3, 2, 1. Tief und hoch. Tief und hoch. Immer schön im Wechsel. Jawohl. 5. 4. Bauch ist fest. 2. 1. Und Gott. Lockern. Wasserflaschen gerne wieder weg. Wir gehen an die letzte Übung, die letzte Anstrengung, die letzte von unserem Zirkel. Burpees sind wieder angesagt. Das heißt, wer Bock hat, powert sich hier jetzt nochmal richtig aus, gibt nochmal ordentlich Gas. Und dann geht es dann gleich zum Cooldown. Alles klar. Wir legen los. Tief. Aufstehen. Hoch. Tief. Jeder in seiner eigenen Variante. Ob mit Hüpfen oder ohne. Jetzt bitte noch. Noch 3. 2. Noch. Oh, gut. Sehr schön. Darauf erstmal ein Stückchen Wasser. Sehr gut, meine Lieben. Alles klar. Guckt, dass euer Puls noch mal ein bisschen runterkommt. Dass ihr euch erstmal noch mal ein bisschen auslockert. Atmen. Sehr schön. Dann dürft ihr euch ganz langsam in Bauchlagen bewegen. Bist natürlich wieder rückengerecht. Einmal tief gehen. Wir dehnen die vordere Oberschenkelmuskulatur und den Kopfbeuger. Nehmen mit der rechten Hand, wenn es geht, den rechten Fuß. Ziehen ihn so weit, wie es geht, Richtung Po. Und schieben dabei die Hüfte aber richtig in die Matte rein. Wer nicht drankommt, entweder, wenn ihr habt, die Hose packen oder die Sockel. Wer gar nicht drankommt, zieht den einfach so mit der Muskulatur. Soweit wie es geht dran. Und alle anderen, die drankommen, schön runterziehen. Ihr könnt wieder den Kopf auf der Matte ablegen. Und durchatmen. Einmal wechseln auf die andere Seite. Schön die Hüfte in die Matte reinschieben.
Gerade jetzt, wenn man so viel sitzt, ist es wichtig, den Bereich nochmal aufzudehnen. Ist auch eine super Übung, die ihr immer mal wieder zwischendurch auch sonst im Stehen machen könnt. Weil gerade beim Sitzen sind das die Muskeln, die verkümmern. Einmal lösen. Die Hände neben dem Brustkorb aufstellen. Rechts und links. Die Füße liegen hinten flach auf der Matte. Jetzt erstmal für alle, die einen gesunden Rücken haben, drücken wir uns so weit, wie es geht, nach vorne oben. Die Bauchmuskeln werden gestreckt. Der Blick geht Richtung Deck oder Richtung Himmel. Wer Probleme mit dem unteren Rücken hat, der macht das Ganze mit den Händen ein bisschen weiter vorne. Die Unterarme können dann gerne auch liegen. Geht einfach nur vorne in die Überstreckung. Alle anderen schön hinten hoch. Fußrücken pressen Richtung Boden. Schultern weg von den Ohren. Und dann langsam wieder absinken lassen. Dann schieben wir uns mit dem Po einmal nach hinten Richtung Ferse. Die Knie schön breit auseinander auf der Matte, sodass der Oberkörper dazwischen auch Platz hat. Ihr müsst natürlich nicht mit dem Po die Fersen berühren, sondern nur in die Richtung gehen. Die Arme schön lang nach vorne strecken und die Stirn gerne am Boden ablegen. Einmal alles loslassen. Den unteren Rücken dadurch entspannen. Die Hände einmal ganz lang nach vorne auf die Matte. Dann immer wechseln die rechte und die linke Hand so ein bisschen ganz leicht Spannung in den Boden drücken lassen. Dass die Schultern so ein bisschen mehr Raum finden. Und dann einmal langsam lösen. Sehr gut. Ich drehe mich einmal für euch zur Seite. Wir stützen uns mit dem rechten Knie auf. Das linke Bein geht einmal gestreckt zur Seite. Wer nicht knien kann, kann sich auch nach hinten auf den Fuß setzen. Das geht natürlich auch. Alle anderen gehen einmal hier aufs Knie. Mit der linken Hand am linken Oberschenkel so tief wie es geht nach unten. Der rechte Arm kommt einmal ganz lang über Kopf. Mal hier bei den Rippenbögen richtig Platz. Richtig schön rausschieben nach oben. Ach, herrlich. Einmal lösen. Das Ganze einmal auf der anderen Seite. Auch hier natürlich, ne, ihr könnt euch auch wieder hinten auf den Fuß setzen, wenn das mit dem Knie nicht geht. Rechter Oberschenkel am rechten Bein nach unten, linke Arm lang über Kopf. Und langsam wieder zurück. Sehr schön. Dann stehen wir einmal langsam auf. Gehen in die Grätstellung. Ja, ruhig schön langsam, dass der Kreislauf auch nachkommen kann. Dann fassen wir einmal den rechten und linken Ellbogen mit der gegenüberliegenden Hand. Und lassen uns einmal mit dem Oberkörper ganz locker nach vorne hängen. Den Kopf, den Nacken, wirklich alles einmal loslassen, locker lassen, dass der Rücken mal richtig hängt nach unten. Ihr könnt die Beine auch ruhig ein bisschen mit beugen. Dann so leicht wippelnd, immer so ein bisschen von rechts nach links bewegen, in der Grätsche. Dann ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben kommen. Füße wieder enger zusammenstellen. Dann für die letzte Dehnübung legen wir das rechte Ohr einmal auf die rechte Schulter. Die linke Hand drückt runter Richtung Boden. Schulter, die rechte bleibt ganz locker, ganz tief. Wer möchte, nimmt jetzt noch die rechte Hand ans linke Ohr.
Geht dann nochmal ganz bisschen rüber, nur wer möchte, dass es hier in dem Bereich ein bisschen dehnt, ein bisschen lockert. Langsam lösen. Den Kopf auf die andere Seite nehmen. Jetzt drückt die rechte Hand nach unten. Wer möchte, nimmt die linke Hand ans rechte Ohr. Zieht da so ein bisschen rüber. Und einmal richtig durchatmen. Und dann habt ihr es geschafft für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr was teilen wollt, dass ihr mich verlinkt, gerne mit dem Hashtag Workout gegen Lagerkoller. Und wer Bock hat, diese Woche nochmal unser Workout zu machen, der findet ab morgen dieses Video bei YouTube auf meinem Kanal Sabrina, dein Gesundheitscoach. Und auch da würde ich mich natürlich über ein Like freuen und erzählt gerne weiter, denn nächste Woche sehen wir uns gleiche Zeit, wenn ihr mögt, auch gleicher Ort, wieder hier. Und dann habe ich auf jeden Fall wieder ein neues Workout für euch und ich freue mich drauf. Habt einen schönen Abend!